Ich versuche einfach mal ganz oben hinzukommen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo das war. Ich weiß nicht mehr, ob wir hier richtig sind. Das war natürlich Absicht. Samen. Ich habe noch alles bei Samen. Okay. Nadelvogel. Ach, das sind die da oben. Jo, die sind in Ordnung. Weiß nicht, wo es war. Irgendwo hier oben ist es wunderbar. Weiß nicht, wo ich lang muss. Hier ist doch nichts mehr. Oben ist dann bald Schluss. Sehen wir dann schon, wer da oben leben mag. Hab doch keinen Plan. Und wenn mir das keiner sagt, bleibt es auch irgendwann so. Ich glaube, hier oben bin ich aber ganz richtig. Ich weiß nämlich, ob es hier hinten war oder da drüben war es, glaube ich, ne? Ich sollte mal aufhören zu singen. Ich muss mich mehr konzentrieren. Wo das eigentlich sein könnte. Hier oben vielleicht. So. Windkorridor. Ach so. Moment, hier unten kann ich durch? Nee. Schalter betätigt. Ich sag mal, hier bin ich richtig. Wie viele denn noch? Eigentlich wollte ich noch was aufheben. Da komme ich so nicht durch. Tililing. Opa. Warte mal. Am Kopf kratzen. So. Ein Bohn. Bam, 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 badam. Dam, 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 dam. Okay, dann nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich weiß nicht mal, ob wir hier richtig sind. Jetzt muss ich das alles zurechtschneiden. Hier? Das sieht schon mal ziemlich nach Berggipfel aus. Es könnte ja auch dort sein, wo dieser komische Tempel war. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr. Bam, 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 badam. Dum, 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 dum. Hier? Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ich sehe nicht durch. Das ist ja schon mal auf dem Berg. Das kann ja nicht so falsch sein. Geht's auch nochmal rein? War ich hier nicht vorhin gerade? Freunde, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Kann sein, dass ich das später zurechtschneide. Wenn das denn hier ganz falsch war. Ich hoffe aber, dass wir richtig sind, weil Berg. Nö, Kiste will ich gerade nicht. Natürlich. Wenigstens machen wir schön leichte Erfahrungen. Wenn auch zu wenig, aber wir machen welche. Bam, 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 badam. Nee, ist hier nicht. Na. Die hätte ich mir jetzt geholt, wäre ich nicht so schnell gewesen.
Ach komm, Mädels. Müssen noch nicht jeden nehmen. So, dann nochmal hier durch. Dankeschön. Dankeschön. Natürlich, das zieht natürlich wieder ab. Was macht er denn da? La 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 la. Ach, okay, wir sind hier richtig. Oh, hallo, wie geht es euch? Der Vater der Geflügelten? Ich verstehe, ich werde euch den Durchgang öffnen. Der Vater der Geflügelten ist Rolandes Wächter. Er empfängt nur unsere Leute. Seid vorsichtig. Ich dachte, ich muss da hoch. Na gut. Gipfel des Himmels. Oh, Level 25 hab hier. Alles klar. Glück machen die nicht viel Attack. Attacke. Mache nicht viel Attacke. Da rein. Ich gucke mir jetzt mal den Raum an. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Hier ist auch noch ein Weg. Wir nehmen erstmal den linken. Und danach den rechten. Lalalalala. Hier ist gar nichts. Hier ist wirklich nichts. Okay. Mitten in der Nacht auf dem Berg. Ist fast so schön wie nachts im Wald. Da unten geht's weiter. Hier oben auch. Ich guck mal unten erst. Dum, 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 dum. So. Zum Glück gibt es hier nicht viele Monster. La, 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 la. Vielleicht liegt es auch daran, dass es gerade Nacht ist. Vielleicht sind deswegen nicht so viele da. Also Tages-Nacht-Rhythmus finde ich auch immer hübsch. Hauptsache hier kommt kein Boss mehr. Das wäre eigentlich noch schlimmer als das andere. Nicht, dass wir den erst besiegen müssen, damit er auf uns fliegt. Damit wir auf ihn fliegen. Also das meine ich im übertragenen Sinne. So. Lass dich mal was liegen. Ich müsste mich mal heilen. Erinnere mich mal gleich dran. Vorbei. Na. Ba, 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 da. Ba, ba, ba. Obwohl für Level 22 geht das ja noch. Hauptsache, der zieht mir jetzt die 120 ab, wenn er mich mal trifft. 57 ist aber auch nicht nett. Komm, wir können ja einmal heilen. Ich wollte gerade. Wir können ihn eigentlich auch so fertig machen. Aber wenn im nächsten Raum der Zauber eh wieder weg ist, ist das auch egal. Bum, 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 bum. So, tschüss. Nee, noch nicht. Los, Zauber, die Sina. Na also. Ja, mach ich. Okay. Die Kiste hinterlässt eine Kiste. Und in der Kiste war eine Kiste. Mit Stachel. Au. Ich könnte mal ein paar Bonbons an die Sina verteilen. Und den Rest aus dem Lager holen. Einer geht noch. Sophie nimmt auch noch einen. Bam, 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 bam. Ich könnte eigentlich auch noch einen nehmen. Nein. Jetzt ist es auf jeden Fall voll. So, jetzt lass mich nur noch ein paar Bonbons rausnehmen. Hier Bonbon. Da auch noch Bonbon. Ja,
So ist das gut. Haben wir das ganze Gelumpe da nicht mehr drin? Jetzt ist bestimmt so eine Engelstatue, ne? Ich dachte schon. Oh. Ne. Hör auf. Seht, der Vater der Geflügelten. Hm? Er ist noch etwas zu jung, um Vater genannt zu werden. Er ist eher ein Kind. Kannst du ihn zum heiligen Manaland bringen? Fliegen? Tun? Vorsicht, ich glaube, er ist wütend. Oh, ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Du kannst gar kein Vater sein. Du bist ein Mädchen. Nun, in diesem Fall brauchst du einen hübschen Namen. Hm? Wie wäre es mit Lufti? Lufti? Wirklich? Es freut mich, dass dir der Name gefällt. Lufti, kannst du... Ist da wieder ein Leerzeichen zu viel? Lufti, kannst du uns zum heiligen Land fliegen? Uns bleibt nicht viel mehr Zeit. Ui, ui, ui. Geil. Ne. Zielinsel des Vergessens. Er fliegt alleine, ich brauche gar nichts machen. Auch gut. Da ist der Vulkan. Das ist ja cool. Obwohl die Flügel eigentlich ein bisschen klein sind für den riesigen, für den voluminösen Drachen. Aber pst, ich habe nichts gesagt. Sag mal, sucht der? Insel des Vergessens. Heiliges Manaland. Oh, wir sind im Heiligen Manaland. Na, ist eine andere Karte? Uff, da ist der Manabaum. Ich dachte, das wäre... Dies ist das... das Heilige Land. Sieht so aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Heiliges Manaland. Was denn? Hallo? Hallo? Wer ist das? Alter, was liegt denn hier alles rum? Die sonnen sich hier in der Sonne? Was? Kein Wunder, wenn hier drei kriegerische Völker aufeinandertreffen. Aber was ist mit dem Manabaum? Huch! Königsbuschel! Ein Königsbuschel! Töte das Königsbuschel! Ruft Buschel herbei! Alter! Sophie, wir brauchen dich. Mach mal einen Lichtzauber. Jetzt. Mäh. Mimi. So, ich darf auch noch mal. Okay. Ein Bonbon. Hey. Da geht's bestimmt weiter. Es geht in die Richtung weiter. Toll. Ich mag ja diese Karten, die einfach in keine Richtung zu scheinen, zu zeigen wissen. Nicht. Huch. Also die Sina. Huch, was jetzt? Das Gesicht? Was sind das jetzt? Der Königspuschel hat kleine Puschel gerufen. Ach, wie süß. Los, mach den Königspuschel fertig. Zuerst der Königspuschel. Viel zu kuschelig, das Ding. So ein Ding als Stofftier haben ist bestimmt auch toll. So, einmal heilen bitte. Gerade dringend nötig. Das habe ich eigentlich nicht damit gemeint. Das habe ich eigentlich schon damit gemeint. So, ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen sollen. Ich gehe mal immer nach links. Puff. Kiste. Sternkraut. Okay. Was zum?
Yogi! Ja, hier, 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 hier. Was macht der da? Was passiert denn hier? Aggressive Königsbuschel greifen an. Pau, pau, pau. Oh Gott. Ich finde die eigentlich so süß. Ich glaube, das ist eine Sackgasse hier. Wir können ein bisschen leveln. Wir brauchen Kohle. Kohle brauchen wir. Kohle, sag ich. Puff. Oh. Na toll. Das, was sie nehmen soll, kann sie nicht nehmen. Dann nimm mal Glück. Ja, nimm mal Glück. Für eine Hexe vielleicht ganz gut. Steel Toy erlernen. Bonbon erhalten. Jo, hier ist wirklich eine Sackgasse. Toll. Hier geht's auch nicht weiter. Na super, dann sind die Mobs wieder da. Die Mobsies. Dieses Gehoppel. Eigentlich sind die ganz süß. Die sind so süß, dass ich die am liebsten knuddeln möchte. Andererseits ziehen die mir bestimmt auch ziemlich viel ab. Jo, das ist jetzt wer? Sophie. Oh, kann auch einer auf Intelligenz nehmen? Wieso ich das bei Desina nicht machen konnte, war mir auch ein Rätsel. Entschuldigung. Ja, ja, ist ja gut. Bebub, bebub. Komme ich hier vorbei? Nö. Natürlich nicht. Ich hätte mal noch eine Nuss kaufen sollen. Das Gehoppel. Ich finde die so niedlich. Ich mag die gar nicht hauen. Kann es sein, dass ich mit meinen ständigen Schlägen deren Zauber unterbreche? Weil hier manchmal Sturm steht und manchmal andere Zauber. Und kann es sein, dass das Ganze hier ein riesiger Irrgarten ist? Oh, das bin ich. Ich kann wieder nichts nehmen. Toll. Dann Vitalität. Jo, ich wollte zwar eigentlich auch den Superangriff machen, aber durfte ich nicht. So komme ich irgendwo durch? Nö. Auch nicht mit Rockys Zauber. Hm. Ach, je. Jetzt sind wir schon wieder hier. Diesmal möchte ich aber gehen. Entschuldigung. Ich hatte gerade der Hüsterli. So, jetzt sind wir wieder im Anfangsraum. Toll. Bibu, bibu. Diese leichten Oboenklänge oder Klarinettenklänge erinnern mich so ein bisschen an den Vierjahreszeitenwald, auch von den Puschels her. Dieses Bibu, bibu. Schön den Zauber unterbrochen. Ja, hab ich doch gewusst. Bonbon! Nimm mal einen. Und hier einen auch für die Sina. So. Ich nehme erst welche, wenn die Aufnahme vorbei ist. Dann lange ich auch nochmal richtig rein in den Knabberteller. Huch. Da. Hier geht's auch nicht weiter? Doch. Alles andere hat mich jetzt auch gewundert. So. Ist da unten bald mal gut? Oh. So. Das war jetzt so schwer.
Hey! Kann sie endlich gleich wieder einessen. Okay, ich kann über Schilf. Über Rosenblätter laufen. Seerosen. Über Seerosenblätter. War ich nicht vorhin schon? Ich war hier doch vorhin schon, oder? Leicht verwirrt. Habe ich vorhin was übersehen? Oder sagen wir mal so, sollte ich mich verlaufen haben, ist das natürlich die perfekte Ausrede, um zu leveln. Ja. Puff. Und es gibt viele Bonbons. Jetzt geht es nicht nach unten durch, doch. Es ist aber verwirrend hier. Ich will nochmal zum Eingang gehen. Oder komme ich hier unten rüber? Nee, auch nicht. Nee, hier unten geht's ja nur raus. Raus will ich nicht. Kann es sein, dass ich mich gerade verlaufen habe? Da muss es hier irgendwo weitergehen. Ja, komm. Vielleicht hier? War ich hier doch richtig? Da oben, da ist doch ein Seerosenweg. Okay, jetzt muss man erstmal wissen, dass man auch über Seerosen wandern kann. Also lästig sind sie ja, und anhängig und so süß. Allein der Pokepuschelsturm. Der ist so süß. Mal quer durch die Karte geschmissen. Jetzt. Natürlich. Was auch sonst. Ich glaube, die geben einfach nur Bonbons. Weil die so süß sind. Sind wir jetzt richtig? Ach, da sind wir jetzt. Okay. Ein Pokepuschel. Königsbuschel. Die sind einfach so niedlich, dass ich da am liebsten meine Spezialattacke, meine allermächtigste drauf hau. Mhm. Oh. Ah, ein Speicherpunkt. Sehr schön. Natürlich speichern. Speichern. Ist hier der Mana-Baum? Ich will gespeichert. Da geht's weiter. Was ist das für eine Statue? Die Statue der Göttin strahlt die gleiche Energie wie die Mana-Steine aus. Du kannst hier Klassenwechsel durchführen, sofern du über die nötigen Gegenstände verfügst, um das Siegel zu brechen. Möchtest du? Nö. Das heißt, wenn ich jetzt Duelland geworden bin, hätte ich mich jetzt auch zum Ritter umtopfen lassen können? Nö. Okay, beeilen wir uns. Da könnte ich mich also umtopfen. Gegen Gegenstände. Interessant. Will ich aber gar nicht.